Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Haben Sie sich auch schon gefragt, wie aus diesem Klumpen Materie ein Ich entstehen kann mit Wahrnehmungen, mit Gefühlen und Gedanken? Vermutlich ist das eines der größten Rätsel der Menschheit. Mein heutiger Gast aber sieht das anders. Daniel Dennett ist einer der einflussreichsten Philosophen weltweit. Er ist Atheist, Darwinist und ein Anhänger des Naturalismus. Für ihn sind wir Menschen nicht mehr als ein komplexes Stück Materie. Mal sehen, wo Gott, die Seele und unsere Freiheit da bleiben. Herzlich willkommen, Herr Dennett. Es freut mich, hier zu sein. Ja, die großen Philosophen Platon und Aristoteles meinten, die Philosophie beginne mit dem Staunen. Wann haben Sie denn das letzte Mal philosophisch gestaunt? I think almost every day. Das tue ich fast jeden Tag. Manchmal staune ich über die Genialität der Natur, manchmal ganz einfach über seltsame Gegebenheiten im Universum. Und dann wieder staune ich über falsche Vorstellungen einiger Kollegen, die es einfach nicht kapieren. Ich bin zum Schluss gekommen, sie verstehen gewisse Dinge nicht, weil sie sie nicht verstehen wollen. Sie wollen ihnen ihr Geheimnis lassen. Sie haben ein fast moralisches Prinzip. Übernehmt ja nicht Dennets Sichtweise. Das ist der glitschige Abgrund in die Hölle. Okay. Ein Beispiel dafür ist das Bewusstsein, darüber werden wir gleich noch sprechen. Mich interessiert jetzt aber, Sie sind ja eigentlich jemand, der all dieses Mysteriöse, dieses Rätselhafte entzaubert. Sie sind der große Entzauberer und sagen, eigentlich ist das alles prinzipiell wissenschaftlich erklärbar. Es geht alles mit rechten Dingen zu, es gibt nichts Übernatürliches. Wann hat das bei Ihnen eigentlich angefangen, diese Einsicht? Wann haben Sie das eingesehen? Schon in jungen Jahren als Teenager. Ich weiß noch, wie ich Descartes Meditationen las, Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, und mich mit seinem Dualismus befasste. Damals war ich 17. Ich war fasziniert davon, aber ich urteilte spontan, wie man das in diesem Alter tut. Das ist schön, aber falsch. Und ich finde auch heraus, warum. Dafür brauche ich nicht mehr als ein, zwei Nachmittage. 50 Jahre später bin ich immer noch auf der Suche. Und ich meine, ich frage mich auch, wie sind Sie aufgewachsen? In welchem Umfeld war Ihre Familie auch so naturwissenschaftsnah und atheistisch, naturalistisch gesinnt? Sie waren keine Naturwissenschaftler. Mein Vater war Historiker, Islamwissenschaftler. Meine Mutter war Englischlehrerin. Ihr Betätigungsfeld waren die Humanwissenschaften. Ich hingegen war schon als kleiner Junge an der Naturwissenschaft interessiert. Aber während meiner Schulzeit ging mein Interesse nicht über den regulären Unterrichtsstoff hinaus. Vor meinem Studium besuchte ich keine eigentlichen naturwissenschaftlichen Kurse. Mein wissenschaftliches Pflichtpensum deckte ich mit Logikkursen ab. Aber Religion war kein Thema bei Ihnen in der Familie. Sie sind nicht religiös erzogen worden. In gewisser Weise doch. In unserer Stadt in New England besuchten alle Kinder die Sonntagsschule. Es gab viele protestantische und eine katholische Kirche. Ich besuchte die kongregationalistische Kirche. Diese war schon damals in den 1940er und 50er Jahren äußerst liberal und großzügig und alles andere als doktrinär. Dort lernte ich viel. Ich wurde mit zahlreichen Bibelversen und den Büchern der Bibel vertraut, lernte unzählige Lieder und sang in vielen Chören. Noch heute liebe ich geistliche Chormusik. Und fast alles habe ich selber oft gesungen. Doch ich nahm das Glaubensbekenntnis nie richtig ernst. Andererseits hatte ich auch keine atheistische Erleuchtung. Ich merkte einfach, dass ich nicht daran glaubte.
Ein wichtigtuerischer, selbstherrlicher Pfarrer, den ich verabscheute, trug dazu bei. Nur schon, dass ich ihn für einen aufgeblasenen Depp hielt, verstärkte meine Faszination für den Atheismus. Wir werden in der zweiten Hälfte des Gesprächs noch über Gott, Glauben und den Atheismus sprechen. Jetzt möchte ich anfangen mit dem hier, mit diesem Klumpen Materie. Und für mich ist das ein unglaublich großes Rätsel. Und Sie sind der führende Experte oder einer der führenden Experten, wenn es um unser Bewusstsein geht. Sie sind Philosophieprofessor und Direktor des Zentrums für Kognitionswissenschaft an der Tufts University in der Nähe von Boston in den USA. Können Sie sich da noch an den Moment erinnern, als Sie zum ersten Mal gedacht haben, was für ein Rätsel, dass daraus ein Ich entsteht, ein Bewusstsein entsteht, Gefühle entstehen kann? Ich weiß noch, wie ich im College darüber nachdachte, vor allem über unsere visuelle Wahrnehmung. Schon damals fiel mir auf, dass viele irrtümlicherweise annehmen, in ihrem Kopf laufe irgendwie ein Film, eine Art innere Show ab. Ich dachte, das kann nicht stimmen. Das ist auf subtile Weise unlogisch. Aber ich fand nichts Positives, mit dem ich diese Vorstellung ersetzen konnte. Bereits damals beschäftigte mich also diese Idee zunehmend. Als ich dann in Oxford an der Universität war, hatte ich einen Freund, der Medizin studierte. Ich wusste damals rein nichts über das Gehirn und fragte ihn, woraus besteht das Gehirn? Aus Neuronen? Was sind Neuronen? Ich weiß noch, wie er sich auf den Boden setzte, ein Stück Papier nahm, ein Neuron zeichnete und es mit einem weiteren Neuron verband. Und er erzählte mir das Wichtigste, was 1963 über Neuronen bekannt war. Da hatte ich eine dramatische Erkenntnis. Mir wurde schlagartig bewusst, das waren Einheiten, die man in großen Netzwerken mit anderen verbinden konnte, um durch eine Evolution im Gehirn Lernprozesse auszulösen. Das ist der ganze Trick beim Lernprozess. Das Gehirn ist ein wunderbares Lerngerät. Und wie ist es möglich, ohne Geheimnisse zu lernen, ohne einen wissenden Lehrer in uns drin, der uns den Weg zeigt? Es ist ein Prozess von Versuch und Irrtum, in dem man mehr oder weniger hirnlos herumtastet, bis man Verbindungen findet, die funktionieren. Und dann baut man diese immer weiter aus. Schon 1963 hatte ich die Vorstellung, Lernen sei eine Evolution im Gehirn. Später entdeckte ich dann, dass ich mit meiner Annahme nicht der Erste, Zweite oder Dritte war. Auch Charles Darwin hatte ähnliche Ideen. Heute ist man sich so ziemlich einig, der Prozess des Lernens, Entdeckens und Erfindens im Gehirn kann, mechanisch ausgedrückt, heruntergebrochen werden auf Kaskaden von Versuch- und Irrtumprozessen, die sich einen Wettkampf liefern, wobei die Gewinner dem Organismus besser beim Verstehen helfen als die Verlierer. Und die Gewinner sind besser helping the organism understand than the losers. Man merkt schon, dieses Modell der Evolutionstheorie spielt bei Ihnen überall eine Rolle. Sie erklären auch kulturelle Phänomene wie Religion und so. Und beim Gehirn sagen Sie, es ist sozusagen die Magie, wenn es sie denn gibt, oder der Trick funktioniert durch die Verbindung zwischen einzelnen Nervenzellen, Neuronen. Aber ich frage mich, jetzt haben Sie gesagt, Lernen, das kann man erklären. Das kann ich mir vorstellen, dass dann die Verbindung zwischen einzelnen Neuronen sozusagen gestärkt werden. Aber Bewusstsein, das Erleben, eine Ich-Perspektive zu haben in dieser Welt, Schmerzen zu haben, Liebe zu empfinden und so weiter. Wie kommen diese immateriellen, mentalen Phänomene zustande aus diesem Materiellen? Das ist das große Leib-Seele-Problem oder das Problem, wie eben Geist und Gehirn zusammenhängen. Wo entsteht denn das Bewusstsein hier drin? Und wie entsteht das? Nehmen wir das, was viele Menschen am meisten fürchten: Schmerz und Leiden.
Unser Körper, unser Nervensystem ist mit sogenannten Nozizeptoren ausgestattet. Diese Zellen nehmen Schmerz oder Gefahr wahr. Sie können auch fehlgezündet werden, aber so werden Schmerzsignale ausgelöst. Also wenn ich jetzt hier mich kneife, dann geht das hoch ins Gehirn und es entsteht ein Schmerz. Ja. Physiologisch und neuroanatomisch ist der Verlauf der Schmerzfasern bis ins Gehirn recht gut erforscht und allgemein akzeptiert. Doch was passiert im Gehirn? Wie spürt man Schmerzen im Gehirn? Offensichtlich ist es nicht so, dass ein Neuron andere Neuronen mit einer Kette schlägt und ihnen so Schmerzen zufügt. Einzelne Neuronen spüren keinen Schmerz. Wie entsteht also durch die Interaktion von Millionen Neuronen im ganzen Organismus das Phänomen des Schmerzes? Das ist eine gute Frage. Sie ist anspruchsvoll, aber wir können eine Antwort zumindest skizzieren. Wir hätten keine Nozizeptoren, wenn sie nicht nützlich wären. Diese Schmerzrezeptoren bewirken, dass wir unterbrechen, was wir gerade tun, und unsere Prioritäten anders setzen. Die schützen uns vor Gefahren, könnte man auch sagen, oder? Wenn ich an die heiße Herdplatte fasse. Genau. Wenn sie ohne Schmerzfähigkeit auf die Welt kämen, wären sie stark behindert. Es gibt Menschen, die von Geburt auf kein Schmerzempfinden haben. Ihr Leben ist kurz und traurig. Daher haben wir Schmerzrezeptoren. Unter anderem ist ihre Funktion, mit einem Signal, das alle anderen überpowert, zu unterbrechen, was wir gerade tun. Das geschieht ohne einen zentralen Homunculus, der entscheidet, was als nächstes zu unternehmen ist. Es muss also ein Wettkampf stattfinden zwischen dem Schmerz und dem, was sie gerade beschäftigt. Wenn der Schmerz sehr stark ist, gewinnt er den Wettkampf. Was ist also dieser Wettkampf physiologisch gesehen? Nichts anderes als die differentiale Produktion von Neuromodulatoren, die entweder etwas behindern oder begünstigen. Wir wissen, dass es im Gehirn viele entgegengesetzte Prozesse gibt. Der eine zieht, der andere zieht, und der Kompromiss ist das, was man tut. So funktionieren Ihre Augenmuskeln gegensätzlich zueinander und bestimmen, wohin Sie schauen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. In Ihrem Alltag bewegen sich Ihre Augen 3 bis 4 Mal pro Sekunde. Sie springen hin und her, ohne dass Sie es merken. Was bestimmt, wohin Ihre Augen springen? Ein Wettkampf zwischen den Neuronen. Die einen sagen, wie langweilig, das kenne ich, zeig mir was Neues. Andere sagen, traut es heim, ich will hier bleiben. Home sweet home, I like this, I'm going to stay here. And when the Wird der Zug auf einer Seite stärker, kommt es zu einer Blickbewegung. Das geht sehr schnell, 5 Mal pro Sekunde. Das alles, glaube ich, zu verstehen, das erklärt aber nur, warum ich die Hand schnell wegziehe. Das hat evolutionäre Vorteile, wenn die Platte heiß ist, damit ich mich verletze. Aber nehmen wir dieses Glas Wasser hier. Also ich meine, das besteht auch aus Molekülen H2O. Die selbst, ein Molekül ist nicht flüssig, aber ganz viele davon sind durchsichtig und flüssig. Das heißt, es entsteht eine neue Qualität. Ja. Und beim Bewusstsein, beim Gehirn ist das vielleicht ähnlich. Es entsteht aus diesem Verbund von Nervenzellen plötzlich Schmerzempfindung, was etwas völlig anderes ist. Das interessiert mich. Wie kommen Sie dahin? Das muss ich als nächstes erklären. Und ich tue es sehr vereinfacht. The brain has a problem. Das Gehirn hat ein Problem. Es besteht aus 86 Milliarden Neuronen. Und diese sind zu allem Möglichen fähig. Es braucht also etwas, das alles vereinfacht. Etwas, das die Aktivitäten großer Neuronengruppen umformt, damit sie einfachere Dinge darstellen.
the representation of simpler things. And this phenomenon is Dieses Phänomen erinnert an eine technische Errungenschaft, die Ingenieure erst kürzlich entwickelt haben, nämlich die Benutzeroberfläche von Computern oder Smartphones. Ihr Handy ist ein unglaublich kompliziertes Gerät. Schicht um Schicht Software, Hardware und Firmware aus Milliarden Teilchen. Genauer wollen Sie das gar nicht wissen. Sie wollen einzig eine auf Metaphern basierende Benutzeroberfläche. Diese ist sehr einfach, irgendwie illusorisch. Man spricht daher auch von Benutzerillusion. Doch wer ist der Benutzer? Das bin ich. Und das Handy vermittelt mir eine Illusion. Aber es ist eine gutartige, willkommene Illusion, denn sie vereinfacht ihr Leben. Dank ihr können sie ihr Handy kontrollieren und damit tun, was sie wollen. Das ist die Idee. Das Gehirn verfügt über eine eigene Benutzerillusion. Das heißt, es vereinfacht den Input, der regulieren muss, was ich als nächstes tue. Und das Resultat sind Sie, das bewusste Subjekt, das aus dieser Interaktion zwischen den Benutzerflächen der beiden Gehirnhälften hervorgeht. Das geschieht nicht an einer Stelle im Gehirn. Es gibt viele Bereiche, wo diese Kompromisse und Vereinfachungen ausgearbeitet werden, die Handlungen und Reaktionen auslösen oder Entscheidungen und Identifikationen herbeiführen können. So müssten wir uns das vorstellen. Auf diese Weise wird signalisiert, wo der Schmerz sitzt und wie stark er ist. Das ist überall verstreut. Überall. Das ist eines der zentralen Themen meiner Arbeit seit mehr als 25 Jahren. Es gibt keine Stelle im Gehirn, wo alles zusammenkommt und das Bewusstsein sitzt. Ich bezeichne es als kartesianisches Theater. Für Descartes war es die Zirbeldrüse im Zentrum des Gehirns. Eine Art Faxverbindung zur Seele, durch die alles hindurch muss, um bewusst zu werden. Eine verrückte Idee. Auf brillante Weise verrückt. Es gibt keinen solchen Ort. Was der intelligente, weise, geschätzte Homunculus anscheinend im Kontrollraum leistet, muss verteilt werden auf neuronale Instanzen, die kein Bewusstsein haben, aber diese Arbeit leisten. Das Ganze ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Das heißt eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, dass ich und auch Empfindungen wie Schmerz sind eigentlich Illusionen, die das Gehirn erzeugt, damit es einfacher arbeiten kann und nicht diese Komplexität irgendwie bewältigen muss. Es bildet Repräsentationen der Welt und so weiter. Also es ist. Sind Sie nicht dankbar für diese Illusionen? Die Evolution hat sie auf brillante Weise geschaffen als Zusammenfassung, als Metapher dafür, was wirklich geschieht. Aber wissen Sie, was das Problem ist für mich? Dass ich denke, dass mein Geist, mein Wille keinen Einfluss dann haben kann auf meinen Körper. Also wenn ich doch sage, ich möchte jetzt meinen rechten Arm heben, dann kann ich das tun. Und dieser Wunsch, der Gedanke war doch zuerst und dann hat sich das Gehirn und der Arm in Bewegung gesetzt. Aber das funktioniert doch einfach nicht in Ihrem Modell. Also wie funktioniert diese mentale Verursachung? Tatsächlich funktioniert das nicht in meinem Modell. Denn Sie stellen sich das Ich als separaten Bereich oder Unterbewohner des Gehirns vor. Nein, das Ich umfasst, wenn Sie so wollen, das ganze Gehirn. Und die Umsetzung ihrer Wünsche und Erwartungen beinhalten viele Prozesse in Raum und Zeit. Dadurch wird bestimmt, wann ihre Hand hochgeht. Das Gehirn, vor allem das menschliche, verfügt über eine Eigenschaft, die nicht genügend gewürdigt wird. Zumindest nicht von Wissenschaftlern, vielleicht von Dichtern. And that is that we can think about anything.
Wir können nämlich alles denken. Die Darstellungsmöglichkeiten des bewussten Denkens sind gigantisch. Sie scheinen grenzenlos zu sein. Damit stellt das Denken sogar die Sprache in den Schatten. Wie oft sagt man, was ich fühle, kann ich nicht in Worte fassen. Es gibt ein unglaubliches Repertoire verschiedener Zustände. Technisch ausgedrückt sind dies die Grade der Freiheit. Jeder Gedanke ist ein Grad der Freiheit, den man kontrollieren muss. Doch es sind zu viele. Es gibt Milliarden Freiheitsgrade im menschlichen Gehirn. Wie kann also irgendetwas je irgendwas kontrollieren? So funktioniert der Prozess der Autonomie. Wie kann ein Gehirn einen autonomen Akteur schaffen? Ist der autonome Akteur eine Ratte, vereinfacht das Gehirn in erster Linie und vermittelt nur eine kleine Anzahl möglicher Aktionen. Sich verstecken, schlafen, sich fortpflanzen, kämpfen, fressen, etwas Fressbares erjagen. Das ist so ziemlich alles. Es gibt nur 5 Freiheitsgrade. Ich kann wählen zwischen A, B, C, D, E. Mehr sind es nicht. Es gibt kein F, G und H, höchstens Varianten von A, B, C, D und E. Doch im Unterschied dazu ist die Zahl der Dinge, die wir jederzeit tun können, gigantisch. Irgendwie, und daran arbeite ich momentan, irgendwie ist das fortgeschrittene System fähig, Prozesse zu schaffen, die bestimmen, was sie als nächstes denken, wie sie ihre Entscheidungen umsetzen und so weiter. What you think about next, how you go about executing your decisions and so forth. So ist also alles vorbestimmt? It's all determined. Ja, aber durch die Aktivitäten des Systems. By the activities of the system itself. Das heißt nicht nur, es ist autonom. Aber das heißt nicht nur, das Ich und das Erleben ist eine Illusion, die das Gehirn erzeugt, sondern auch die Freiheit, dass wir sozusagen entscheiden und eingreifen können, dass wir sozusagen die Dirigenten sind, die das Gehirn orchestrieren, dirigieren, das ist alles nicht der Fall. Für Sie ist sozusagen, dass wir jetzt hier... No, actually no. Nein. Man könnte sagen, und manche Leute flehen mich an, es zu sagen, weil sie es hören wollen. Der freie Wille ist eine Illusion. Ich sage, teilweise gibt es die Benutzerillusion. Ihr Gehirn ist dazu geschaffen, Ihnen, und Sie sind mehr als das Gehirn, Möglichkeiten zu präsentieren, aus denen Sie wählen können. To decide among. And then how you decide those choices. Und welche Möglichkeit Sie wählen, wird bestimmt durch das Zusammenspiel von Erfahrungen aus Ihrer Erziehung, von Wünschen und Schwächen, davon, ob Sie betrunken sind und vielem mehr. Whether you're drunk and all the rest. So you have this, but you do have a sort of arena. Sie haben eine Art Arena, in der Entscheide gefällt werden. Und diese sind nicht vorbestimmt. Auch korrekt funktionierende Computer fällen Entscheide, obwohl sie vorbestimmte Systeme sind. Sie wenden ein, das sind aber keine realen Entscheidungen. Versuchen Sie mal, die Kompetenz von korrekten Computerprogrammen zu verstehen, ohne diesen reale Entscheidungen zuzugestehen. Man kann sagen, die treffen Entscheidungen, aber ich würde sagen, das sind keine freien Entscheidungen. Also, wenn Sie sagen, wir können auch in einer determinierten Welt, in der alles durch Kausalgesetze festgelegt ist, frei sein. Also stell mir das so vor, wie Billardkugeln treffen aufeinander und so weiter. Das ist auch in unserem Gehirn so. Ja. Dann ist eigentlich, und wir sind ja Teil der natürlichen Welt mit unserem Gehirn, dann ist doch seit dem Urknall steht fest, dass wir beide jetzt hier sitzen und miteinander philosophieren. Und das kann ich doch nicht, das Freiheit zu nennen, ist doch absurd. Das ist eine bekannte, weit verbreitete Ansicht. Und sie beruht auf einem 2000 Jahre alten Fehler. Nämlich der Idee, dass Willensfreiheit, falls es diese überhaupt gibt, im Widerspruch steht zum Determinismus. Und ich sage,
Das stimmt nicht, vorausgesetzt, es gibt Willensfreiheit. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Geschichte, das ich vor vielen Jahren in meinem ersten Buch Ellbogenfreiheit beschrieben habe. Das Viking-Raumschiff wurde von der Erde Richtung Mars geschossen. An einem gewissen Punkt dauerten die Signale von der Raketenbasis bis zum Raumschiff zu lange für eine praktische Kontrolle. Damit hatten die Ingenieure gerechnet. Sie schalteten ihre Kontrollsignale aus und ließen das Raumschiff autonom agieren. Es kontrollierte sich also selber. Das ist weder mysteriös noch metaphysisch. Die Kontrolltheorie aus der Technik zeigt deutlich den Unterschied zwischen A, das B kontrolliert, und B, das B kontrolliert. Selbstkontrolle ist unabhängig von Vorbestimmung. Selbstkontrolle in diesem limitierten ingenieurwissenschaftlichen Sinn beginnt mit etwas recht Einfachem wie dem Viking-Raumschiff, der Amöbe oder der Muschel. Aber je mehr Grade der Freiheit man hinzufügt, desto interessanter und wichtiger wird die Vorstellung von Unabhängigkeit. Denn sobald ein System fähig ist, Milliarden unterschiedlicher Dinge zu tun und selber eine Auswahl zu treffen, hängen diese Entscheidungen vom Entwicklungsstand des Gehirns ab. Das wiederum hängt von der Geschichte und von den Genen ab. But it is still the case that it isn't determined by outside. Aber es wird nicht von Kräften der Umwelt gesteuert, sondern einzig vom momentanen Zustand des Gehirns, das nicht mehr als ein Computer ist. Of the computer that the brain is. And das ist eine Art von Selbstständigkeit. Und wenn wir von Organismen wie dem Menschen sprechen, hat das sogar moralische Dimensionen. Daraus folgt doch auch, dass auch künstliche Systeme wie im Computer, Roboter, frei sein können, Freiheit haben können, aber auch Bewusstsein haben können. Ich verstehe Sie so, dass wenn diese Objekte sich so verhalten, als ob sie frei wären oder Bewusstsein haben, Gefühle haben, Wünsche haben, dann haben sie es auch. Mehr muss da nicht sein. Prinzipiell stimmt das. In der Praxis müsste ein Roboter, eine künstliche Intelligenz, allerdings unendlich komplex ausgestattet sein, damit er wie wir moralisch handeln könnte. Aber grundsätzlich stimmt es. Auf die Frage, gibt es bewusste Roboter, antworte ich seit Jahren, klar, ich bin einer, wie Sie auch. Wir sind Roboter, die Robotern entstammen, die Robotern entstammen. Auf der subzellulären Ebene gibt es kleine Proteinroboter wie die Motorproteine. Sie haben keinen Metabolismus, sind also nicht mehr als kleine Roboter. So sind wir. Wir bestehen aus Unmengen solcher Roboter. Ich bin doch etwas anderes als dieses iPhone mit der Siri drauf, mit der ich vielleicht irgendwann in 10 Jahren, schon in 5 Jahren, sprechen kann wie mit Ihnen. Aber diese Siri hat doch kein Bewusstsein, die hat doch kein Erleben und keine Freiheit. Das ist doch, würde ich sagen, es gibt ja dieses... Noch nicht. Und wenn wir Siri tatsächlich mit einem Bewusstsein ausstatten würden, würde es die Fähigkeiten der Software verdoppeln, verdreifachen oder vervierfachen? Nein, Siri wäre nur um 100 Größenordnungen komplizierter. Und das sollte man ernst nehmen. Hat eine Amöbe ein Bewusstsein? Sie lebt, hat aber kein Nervensystem. Sie besteht aus einer Zelle. Aber die chemischen Reaktionszyklen in der Amöbe sind eine Art Nervensystem, das ihr Verhalten steuert. Sie ist in einem erstaunlichen Ausmaß autonom und verteidigt sich.
Genau das tut jedes Neuron in Ihrem Gehirn. So does every neuron in your brain. Aber eine Amöbe reagiert doch nur auf äußere Reize. Die ist doch nicht frei und autonom. Well, right. Richtig. Und wir bestehen aus Billionen von Amöben. A trillion amoebae. And they are all, as you say, they're. Das sind Roboter, wie Sie sagen. Sie reagieren nur auf äußere Reize, aber sie haben Absichten. Verbindet man genügend Amöben miteinander, bekommt man große Verbände, die auf ihren inneren Zustand reagieren, indem sie ihn beobachten, bewerten und zukünftige Zustandsformen imaginieren. Das alles kann man in die Wetware einfügen, in die rechnerischen Verbindungen zwischen den Neuronen und Gliazellen. Das Gehirn ist ein wunderbar kompliziertes Gebilde. Keine künstliche Intelligenz kann es betreffend Komplexität nur annähernd mit ihm aufnehmen. Man sieht schon diesen Vergleich zu den Computern, dass sozusagen unser Geist die Software ist und das Gehirn die Hardware, der ist irgendwie ganz stark. Ich habe ein prinzipielles Problem, weil ich immer noch nicht verstehe, wie dieses Phänomenale, diese Qualia, diese Erlebnisqualitäten, wie es ist, einen Schluck Wasser zu trinken, zum Beispiel, wie es ist, wenn ich mich hier berühre, wie das zustande kommt. Und es gibt berühmte Gedankenexperimente in der Philosophie, die versucht haben, ein Argument zu machen gegen diese Art von Funktionalismus oder Physikalismus, den Sie vertreten, muss ich sagen, letztlich gibt es doch eigentlich nur Materie. Ein ganz berühmtes heißt Mary, das stammt von Frank Jackson und wir haben das animiert in der Reihe Philosophics und wir schauen uns das kurz zusammen an. Dieses wabbelige Etwas befindet sich unter deiner Schädeldecke. Ein faltiger Wackelpudding, bestehend aus Milliarden von Nervenzellen, die pausenlos auf Sendung sind und auf Empfang. Da drin soll unser Bewusstsein, unser Ich, zu Hause sein? Aber wo genau? Wo stecken unsere Wahrnehmungen und Gefühle? Und wo unsere Seele? Könnte es vielleicht sein, dass unser Geist im Grunde nichts anderes ist als unser Gehirn? Ist letztlich alles nur Materie? Also auch wir selber nichts als Materie? Wer das glaubt, kennt Mary nicht. Sie ist die führende Expertin, wenn es um die Wahrnehmung von Farben geht. Sie weiß alles über Wellenlängen, über die Retina vom Auge und über die Verarbeitung von visuellen Reizen im Gehirn. Sie kennt alle wissenschaftlichen Fakten und weiß haargenau, was vor sich geht, wenn wir Farben sehen. Der Haken an der Sache ist, Mary hat selbst noch nie einen farbigen Gegenstand gesehen. Weder eine rote Tomate noch den blauen Himmel. Sie befindet sich nämlich seit ihrer Geburt in einem Raum, in dem es keine Farben gibt. Ihre Kleider sind schwarz-weiß, ihre Haare schwarz. Sie kennt nur schwarz, weiß und grau. Alles, was sie über die Welt und die Farbwahrnehmung weiß, hat sie in Büchern gelesen. Doch eines Tages öffnet sich, wie von Zauberhand, die Tür nach draußen. Mary traut ihren Augen kaum. Auf einmal sieht sie das, was sie jahrelang erforscht hat. Farben. Bisher wusste sie zwar sehr genau, was in ihrem Gehirn passieren wird, wenn sie jemals Farben sehen würde. Nun aber erlebt sie, wie das ist und wie es sich anfühlt. Für Mary ist klar, sie hat draußen etwas Neues über Farben gelernt. Ihr Wissen über die Farbwahrnehmung war unvollständig. Für sie ist damit auch klar, es gibt Tatsachen, die selbst eine perfekte physikalische Theorie nicht beschreiben kann. Ist unsere Art, die Welt zu erleben, also etwas anderes als die biochemischen Vorgänge im Gehirn? Ist unser Geist mehr als unser Gehirn? Ja, Herr Dennett, das ist doch sehr überzeugend, oder? Dass man das Bewusstsein letztlich vollständig nur aus der Innenperspektive erfassen kann.
Frank Jacksons Gedankenexperiment mit der Farbenwissenschaftlerin Mary ist sehr überzeugend. Das klassische Beispiel einer Intuitionenpumpe. Aber es ist falsch. Ich bin froh, dass Jackson selbst es widerrufen hat, da es, wie er begründet, nicht belege, was er aussagen wollte. Ich argumentiere seit Jahren dagegen, denn es ist ein Versagen der Vorstellungskraft. I 1991 habe ich deshalb in meinem Buch Philosophie des menschlichen Bewusstseins den Schluss von Marys Geschichte leicht verändert. Wenn sich die Türe öffnet und sie zum ersten Mal Farben sieht, zeigen ihr ihre Kollegen, die sie eingeschlossen hatten, eine blaue Banane. Sie stutzt und sagt, das ist eine blaue Banane, ihr wollt mich hinters Licht führen. Ihre Kollegen sind sprachlos, das kann sie doch nicht wissen. Doch, das kann sie, wenn wir davon ausgehen, dass sie alles über die physikalischen Reaktionen ihres eigenen Gehirns weiß, kann sie das problemlos entlarven. Das ist, als wären sie ihr ganzes Leben lang nie mit einer Bleistiftspitze berührt worden, hätten aber alles über Bleistifte gelesen. Wenn ich sie nun mit einer Bleistiftspitze berühre, wenden sie ein, durch diese Berührung erfahre ich nichts Neues. Das ist nur ein Teil meiner Kritik an diesem Experiment. Da darf ich noch was hinzufügen? Ich meine, es gibt noch ein anderes berühmtes Gedankenexperiment, das man kurz zusammenfassen kann von dem amerikanischen Philosoph Thomas Nagel. Er sagt, er nimmt Fledermäuse und sagt, wir können alles über diese Tiere wissen, wie sie schlafen, wie sie sich fortpflanzen, wie sie essen und so weiter. Aber ich werde doch nie wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Dieses qualitative Bewusstsein, da komme ich nicht dran. Aber Sie behaupten, doch, das Bewusstsein ist von außen restlos zu erforschen. Ja, tatsächlich wollte ich zusammen mit meiner Doktorandin Kathleen Aikins eine Abhandlung schreiben mit dem Titel Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Was sie schließlich publizierte, war ein Essay mit der Überschrift Wie ist es, langweilig und engstirnig zu sein? Es gibt ein subtiles Problem mit Tom Nagels Argumentation. In seinen Ausführungen beschreibt er ausführlich die Physiologie von Fledermäusen. Warum findet er das relevant? Wenn es wichtig wäre, wäre noch vieles andere wichtig. Doch für seine Behauptung, wir könnten uns nicht vorstellen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, liefert er keine Argumente. Er insistiert einfach darauf. Über die Jahre frustrierte und langweilte mich das immer mehr, bis es mich schließlich nur noch amüsierte. Ich habe gesehen, wie seine Abhandlung von Wissenschaftlern als Nagels Resultate zitiert wurde. Wenn man sie genauer liest, findet man aber kein einziges Argument. Er geht davon aus, dass wir uns nicht vorstellen können, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Und seine Argumente sind lediglich Bestätigungen seiner These. Doch seine Annahme ist ganz einfach falsch. Wer annimmt, es gebe Informationen aus unserem Innern, die wir nicht wissenschaftlich erklären können, ist auf dem Holzweg. Übrigens hatten Tom Nagel und ich vor einem Monat in New York City ein kurzes, improvisiertes Streitgespräch darüber, das online verfügbar ist. Darin gab sich Nagel sehr selbstsicher. Ich kenne ihn seit mehr als 40 oder 50 Jahren. Er fragte, woher nimmt Ihrer Ansicht nach die Wissenschaft ihre Autorität? Er machte daraus eine Sache der Autorität. Es gibt die Autorität der Ich-Perspektive und die Autorität der Wissenschaft. Ich entgegnete, von einer Autorität der Ich-Perspektive auszugehen, ist Unsinn. Wir wissen sehr wenig über unser eigenes Bewusstsein. Und vieles, was wir zu wissen glauben, ist falsch. Wir wissen rein nichts über das Trägermedium des Bewusstseins. Wir wissen nur einiges über dessen Inhalt. A retired
Ein inzwischen pensionierter Erforscher der künstlichen Intelligenz namens Richard Power schickte mir kürzlich einen Brief, in dem er etwas kristallklar festhielt, was ich seither häufig zitiere. Zum Vergleich, wie unser Bewusstsein die Umgebung wahrnimmt, nimmt er das Gemälde einer Landschaft. Dieses kann man in der realen Landschaft hinstellen und mit dem Original vergleichen. Das Grün auf dem Gemälde mit dem Grün der Landschaft. Wir sehen sowohl das Medium mit seinen Eigenschaften als auch die Eigenschaften des dargestellten Originals. Und wir können Unterschiede und Ähnlichkeiten erkennen. Das können wir aber nicht mit unserer eigenen Erfahrung machen. Wir haben keinen Zugang zum Medium unseres Bewusstseins. Dieses besteht nur aus Pulszügen in neuronalen Netzwerken. Und dazu haben wir keinen Zugang. Aber es ist das Medium, und die Eigenschaften dieses Mediums bestimmen, was wir empfinden. Wenn wir merken, dass es uns nicht gelingt, die beiden Medien miteinander zu vergleichen, sagen wir die Qualia, das phänomenale Bewusstsein sehe die Dinge, die wir anschauen. Und das stimmt einfach nicht. Es ist bloß schlechte Theorie. Ja, aber es ist intuitiv so überzeugend halt deswegen. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, Sie merken das. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Sie sind einer der berühmtesten Atheisten, neben Richard Dawkins, den Sie auch sehr gut kennen, mit dem Sie 2003 zusammen die Bewegung Brights gegründet haben, und da zählen Sie dazu. Das waren nicht wir. Gegründet wurde die Bewegung von zwei großartigen, pensionierten Hochschulprofessoren aus Kalifornien. Wir haben nur davon erfahren und darüber berichtet. Wir waren die Boten, nicht die Schöpfer. Worauf ich hinaus will, ist, dass für Sie auch Religion eine Idee ist, die durch die Evolution irgendwann entstanden ist. Also der Glaube an einen Gott. Sie selbst halten Gott für eine Fiktion, die in bestimmten Hinsichten nützlich sein kann. Mich interessiert erstmal, bevor wir über Gott sprechen, warum kommt denn diese Idee auf im Laufe der Menschheit? Warum fangen Menschen oder Tiere an Gott zu glauben? Das kann ich nicht beweisen, aber ich habe eine sehr überzeugende und passende Geschichte. Just so story. All Die meisten Tiere, sicher alle Säugetiere, haben eine Schreckreaktion. Passiert etwas Überraschendes, das uns erschreckt, wollen wir sofort wissen, was los ist. Ihr Hund döst vielleicht in einer Winternacht zu ihren Füßen und plötzlich fällt draußen Schnee vom Dach. Der Hund springt auf. Wir reagieren anders. Wir belassen es nicht dabei. Der Hund springt auf, er bellt und fragt auf seine Weise, wer ist das, was ist das? Vielleicht ist es ein Eindringling, wer weiß. Einen Akteur zu sehen, wo keiner ist, ist evolutionstechnisch eine gute Strategie. Wir Menschen tun, was unsere Vorfahren taten. Sie waren nachts im Wald, hörten irgendwelche erschreckenden Geräusche und meinten, einen Baumkobold zu sehen. Einen sprechenden Baum. Und die Idee verbreitet sich. Jemand fragt, war das wirklich ein sprechender Baum? Nein, das gibt es nicht. Doch, das war einer. Vielleicht. Als sie ins Dorf zurückkehren, geht das Gerücht um, Joan hat einen sprechenden Baum gehört und eines der unsichtbaren Wesen dieser Gegend ist geboren. Alle Elfen, Kobolde, Ogres und Feen aus dem Volksglauben sind so entstanden. Aus diesen wiederkehrenden Fantasien, die durch überraschende Erlebnisse ausgelöst wurden, die wir uns nicht erklären können.
Und jene Geschichten überleben, die unvergesslich bleiben. Die Geschichten, die sie ihren Kindern erzählen möchten. So funktioniert das. So ist die Vielgötterei entstanden. Im Lauf der Evolution wurde daraus der Monotheismus und das war's. Aber warum sind Sie so sicher, dass diese Wahrnehmung, dass man da irgendwie etwas zu sehen meint, dass das Fiktion sind und dass die Leute nicht sensibel sind für einen Bereich der Realität, der wirklich da ist? Also was macht Sie so sicher, dass es keinen Gott gibt? Woher wissen Sie das? How can I be sure there's no Santa Claus? Wie weiß ich, ob es den Weihnachtsmann nicht gibt? Den Osterhasen? Das Loch Ness Monster? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es sie tatsächlich, aber ich bin ziemlich sicher und sage wie Richard Dawkins, wahrscheinlich gibt es Gott nicht. Und ich meine sehr wahrscheinlich. Ich denke, die Existenz Gottes ist so unwahrscheinlich wie die Existenz des Weihnachtsmanns. Das heißt, Sie können aber... Es tut mir leid, wenn ich Kinder schockiere, die diese Sendung sehen. Aber das heißt, Sie können diese Annahme, diese Hypothese nicht widerlegen, sondern Sie sagen nur, es spricht halt zu wenig dafür. Es gibt keine Beweise, dass es Gott gibt. Ja, aber in solchen Fällen gibt es oft gute Gründe, eine der Alternativen als die unwahrscheinlichste zu sehen und sie auszurangieren. Bertrand Russell brachte ein berühmtes Beispiel. Er konnte nicht beweisen, dass es keine Teekanne gibt, die den Saturn umkreist. Vielleicht gibt es so eine Teekanne im Weltall. Er kann das Gegenteil nicht belegen, aber das ist nicht wichtig. Wissen Sie was, Herr Dennett? Wir haben dieses Beispiel, dieses Gedankenexperiment vorbereitet. Russells Teekanne. Schauen wir uns das zusammen an. Okay. Darf ich vorstellen? Das ist dein Nachbar. Er ist zwar ein netter Typ, hat aber ein paar seltsame Überzeugungen. Zum Beispiel die hier. Er glaubt, zwischen der Erde und dem Planeten Mars kreise eine Teekanne um die Sonne. Bisher hat noch niemand diese Teekanne gesehen, denn sie ist zu klein, als dass sie durch ein Teleskop beobachtet werden könnte. Dein Nachbar, nennen wir ihn einen Theisten, behauptet jedoch, solange niemand meine Annahme widerlegen kann, bleibe ich bei meinem Glauben. Was nicht widerlegt ist, daran darf geglaubt werden. Doch stimmt das? Fakt ist, es gibt unzählige bizarre Hypothesen, die nicht widerlegbar sind. Wie etwa die Annahme, dass unsere Welt von einem fliegenden Spaghetti-Monster geschaffen wurde. Oder dass überall kleine rosa Elefanten sitzen, die sich in Luft auflösen, sobald wir hinschauen. Diese Annahmen lassen sich nicht widerlegen. Aber wer glaubt, dass etwas existiert, braucht dafür gute Gründe. Dass man es nicht widerlegen kann allein, reicht nicht. Sonst wären beliebig viele absurde Annahmen möglich. Aber was bedeutet das für unseren Nachbarn und seine Teekanne? Wer hat die richtige Einstellung? Der Theist, der an die Existenz der Teekanne glaubt? Der Atheist, der an ihre Nicht-Existenz glaubt? Oder der Skeptiker, der weder an ihre Existenz noch an ihre Nicht-Existenz glaubt, sondern meint, man wisse es eben nicht? Und wie steht es um den Glauben an die Existenz Gottes? Ist er etwa so irrational wie der Glaube an ein fliegendes Spaghetti-Monster? Macht es Sinn, an etwas zu glauben, dessen Existenz sich nicht belegen lässt? Ja, ist der Glaube irrational? Yes. Ja. But it Aber er diente einem sehr guten Zweck.
Der Glaube wurde nicht dafür erfunden, aber durch die natürliche Selektion kultureller Überzeugungen trug er dazu bei, die Hilfsbereitschaft zu stärken und die Gemeinschaft von Stämmen und Dörfern von nicht miteinander verwandten Menschen zu festigen. Anders gesagt, die sozialen Bande der erweiterten Familie. Ich gebe gerne zu, dass die frühe Religion bei der Bildung von Gruppenidentitäten eine wichtige Rolle spielte und den sozialen Zusammenhalt ermöglichte. Diese Rolle ist heute weniger notwendig. Ich sehe die Religion als sehr wichtige frühe Stütze, als eine Prothese, wenn Sie so wollen, um die Zivilisationen mit Demokratie, Wissenschaft, freier Presse und all diesen guten Errungenschaften auszustatten. Sie war der Motor dafür. Aber jetzt können wir sie abschaffen, die Religion. Jetzt können die Religionen verschwinden. Was können wir denn von Religionen lernen, außer dieser Gemeinschaft? Also das Thema Sinnstiftung ist ja schon was Zentrales. Und Menschen, die gläubig sind, spüren auch einen gewissen Halt, einen gewissen Sinn in ihrem Leben. Wie ist das bei Ihnen? Gibt es Momente, wo Sie sich wünschen, gläubig zu sein? Aber ich glaube ja an gewisse Dinge. Und die Sinnstiftung macht das Leben aus. Aber wenn schon, sollte man Dinge anstreben, die wirklich von Bedeutung sind. Ich musste mich einer schweren Herzoperation unterziehen. Ich bekam eine künstliche Aorta, da ich einen Riss in der Aortawand hatte. Das ist normalerweise tödlich. In meinem Fall nicht, weil ein großartiges Ärzte-, Pflege- und Technikerteam das Richtige tat, um mein Leben rettete. Das war 2006, vor bald 12 Jahren. Als ich mich im Krankenhaus erholte, las ich amüsiert und interessiert viele E-Mails, in denen ich gefragt wurde, ob ich eine Erleuchtung gehabt und dem Tod ins Gesicht geschaut hätte. Ich antwortete, ja, aber nicht so, wie ihr es wohl erwartet habt. Mir wurde klar, was wir Atheisten meinen, wenn wir Thank Goodness sagen. Das ist kein verkapptes Gott sei Dank. Vielmehr danken wir dem Guten. Es gibt viel Gutes in der Welt. Das verdanken wir nicht der Güte Gottes, sondern der Güte von Menschen. Der Güte der Menschen, die sich um mich gekümmert haben. Der Güte der Ärzte und Wissenschaftler mit ihren Forschungen, mit ihren Medikamenten. Wir alle sind Nutznießer von unendlich viel Gutem, das Menschen getan haben. Deshalb empfehle ich, dass wir dankbar sind für all das, was früher geleistet wurde. Und das können wir zurückgeben. Nicht indem wir einer Fantasiekreatur Tiere opfern, sondern indem wir zum Guten beitragen. Gib es weiter, pflanze einen Baum, unterstütze ein Waisenkind. Entdecke etwas Wichtiges. Geh wählen. So können wir unsere Dankbarkeit ausdrücken für all die guten Dinge, die geschehen sind und von denen wir profitieren können. Aber da sind wir bei den moralischen Werten wie Gerechtigkeit, Solidarität und so weiter. Das müssten doch in Ihrem Weltbild auch bloße Fiktionen sein. Also es gibt keine objektiven Werte. Das sind doch irgendwelche kulturellen Produkte, die entstanden sind und nützlich waren für uns. Well, yes and no. Ja und nein. Vergessen Sie nicht, was Sie, glaube ich, vorhin selber gesagt haben. Illusionen können Gutes bewirken. Die Benutzerillusion Ihres Mobiltelefons ist nützlich. Wir haben gewisse übereinstimmende Weltansichten, die uns mehr dienen als schaden. Sie als Illusionen zu bezeichnen, ist ein wenig unfair.
Es geht um das uralte philosophische Problem. Sind Dinge gut, weil Gott denkt, sie seien gut, oder denkt Gott, sie seien gut, weil sie gut sind? Aus meiner philosophischen Perspektive könnte man sagen, es gibt keine Garantie, dass etwas gut ist, weil jemand x-beliebiger es sagt. Meine Großtante Lucille denkt, es sei gut, also ist es gut. Wer ist sie denn? Warum sollten wir glauben, was sie denkt? Ähnlich ist es, wenn Sie an einen einzigen Gott glauben. Zuerst einmal, wer sagt Ihnen, was dieser Gott denkt? Die Geschichte ist voller abscheulicher Auffassungen von Gott und seinen Überzeugungen. Und es wurde dadurch viel Leid verursacht. Was ist der bessere Weg? Ich denke, es liegt auf der Hand, den Vermittler wegzulassen und in politischen Begriffen über die Dinge nachzudenken. Stellen Sie sich vor, wir würden einen Kongress abhalten, eine öffentliche Arena, in der wir andere überzeugen können. Was immer Sie auch als gut erachten, dies ist Ihre Chance, der Welt mitzuteilen, warum Sie davon überzeugt sind. Aber Sie dürfen nie die Glaubenskarte ausspielen. Wenn Sie sagen, in meiner Religion wird nicht gut geheißen, dass man Schweinefleisch isst, ist das eine Tatsache. Sagen Sie uns, warum wir das nicht tun sollen. Aber sagen Sie nicht, weil Gott es vorschreibt. Wenn es einen guten Grund dafür gibt, sind wir einverstanden. Es erwächst aus diesem rationalen Prozess. Es ist keine wissenschaftliche Schlussfolgerung, sondern politische Überzeugungsarbeit. Es geht um das Ideal, einen Konsens zu erzielen und dabei viele Anliegen unerledigt zu lassen. Wenn man sich auf der Welt umschaut, gibt es Praktiken, an die gewisse Leute zutiefst glauben, während andere sie für Unsinn halten. Wenn sie niemandem schaden, lassen wir sie ihnen. Aber ich denke, es gibt einen Kern. Existiert ein besseres Fundament für die Moral als das, was herauskommt, wenn Menschen ermutigt werden, gründlich darüber nachzudenken? Wir sind leider schon fast am Ende dieses Gesprächs. Ich habe verstanden, warum Sie nicht an einen Gott glauben, der irgendwo da draußen ist. Ich frage mich, ist in Ihnen drin auch eine spirituelle Seite, wenn Sie zum Beispiel segeln oder gute Jazzmusik hören oder an das eigene Sterben denken? Gibt es sowas in Daniel Dennett? The word spiritual has in English acquired a very... Der Begriff spirituell hat im englischen Sprachgebrauch eine sehr hohe Bedeutung erlangt. Doch dadurch wurde auch seine ursprüngliche Bedeutung verwässert. Die Spiritualität gewisser Leute ist der Profifußball. Okay. Was ist das für Sie? Truth. Wahrheit. Demokratie. Autonomie. Das sind für mich hohe Werte. Those are my high values. And I am so... Und ich bin überaus dankbar, dass es Musik und Kunst gibt, die mich manchmal zu Tränen rührt. Das finde ich wunderbar. Es ist noch wunderbarer für mich, wenn ich realisiere, dass Johann Sebastian Bach kein Engel war, kein Gott, niemand Übernatürlicher, aber ein großartiges Produkt der natürlichen Selektion. Product of natural selection. And his mind was beautiful. Und sein Geist war wunderbar ausgestattet mit Werkzeugen kultureller Selektion. Daraus entstanden Werke, die umwerfend schön sind und die ganze Menschheit berühren. Das ist gut genug für mich. And that's good enough for me. Ich würde Bach nicht mehr schätzen, wenn mir jemand glaubhaft machen könnte, dass irgendein Gott Bach eine Geniepille gab.
Das wäre für mich wie Betrug. Herr Dennett, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Die Freude ist ganz meinerseits. Das waren gute Fragen.